Herzlich willkommen. Wir haben Episches vor, wie dieser Film gezeigt hat. Danke, Simon, für das Wahnsinnsvideo. Okay. Hallo, es ist heiß, es kommen noch bestimmt ein paar Leute dazu, aber wir sind hier und wir sind online. Mein Name ist Nadine und mit dem Christian habe ich die Ehre, heute durch den Tag zu führen. Ich würde gerne mit einer kurzen Geschichte der Community beginnen, von mir damals. Und zwar ging die 2017 los. Da gab es einen MOOCathon. Einige erinnern sich vielleicht und irgendwie, da haben virtuell Unternehmen sich vorgestellt, haben ihr Wissen geteilt, fand ich alles ganz interessant zum Thema Corporate Learning. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann gehe halt mal zu diesem Live-Event, das war in Frankfurt, 3 Tage. Und ich habe mir gedacht, okay, sind jetzt wirklich alle so nett, was ziehe ich da an? Es war tatsächlich... Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt gibt es auch noch eine Abendveranstaltung, jetzt muss ich mich dann noch mit fremden Leuten unterhalten. Unangenehm. Und so, ich hatte echt total viele Bedenken, aber ich habe gedacht, okay, jetzt geh da halt hin. Und letztendlich war es wirklich so, es war sensationell. Und es war für mich irgendwie dieser Auftakt mit dieser Community, wo es heute noch Menschen gibt. Die Nicole habe ich da kennengelernt, den Rainer habe ich da kennengelernt, den Stefan habe ich da kennengelernt. Also ganz viele Leute, wo ich mir denke, hey, Wahnsinn, bin ich jetzt 2023 immer noch mit denen in Kontakt. Und deswegen wirklich eine klasse Community und das hat mir so viel irgendwie gegeben. Und ich kann da immer noch Fragen stellen und stelle immer noch Fragen und versuche einen Beitrag zu leisten. Und ich wünsche uns allen, dass wir jetzt hier 2 Tage haben, wo wir uns irgendwie in einer guten Bubble angekommen fühlen, wo wir voneinander lernen können, wo wir Wissen teilen können, wo es kein Gepose gibt, wo jeder mit seinem Birkenstock kommen kann und wo wir einfach miteinander Spaß haben und eine gute Zeit haben. Christian. Nadine. Wie war's bei dir? Vielen Dank. Ihr merkt schon, wir haben beschlossen. Wir haben hier ein Infopaket für euch vorbereitet in den letzten Wochen und Monaten und haben gedacht, wir steigen mit unserer Community-Erfahrung ein. Bei mir ist der Kontakt zur Corporate Learning Community ganz und untrennbar mit Simon Dückert verbunden. Ich bin auf Einladung von Karl-Heinz Pape nach Koblenz auf dem Corporate Learning Community und da gab es einen Assembly-Tisch. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Assembly-Tisch ist. Und da saß der Simon und hat mir in einer stoischen Gelassenheit den Unterschied zwischen Working Out Loud, ich war gerade froh, halbwegs verstanden zu haben, was Working Out Loud sein sollte, erklärte er mir den Unterschied zu LernOS. Und morgen habe ich jetzt eine Assembly mit Kollegen von der DATEV und wir erfinden einen neuen Lernpfad, digitale Ökosysteme. Ich kann schon fast fehlerfrei aussprechen und ich möchte alle die einladen, die jetzt heute im Lauf des Einstiegs von mir ganz viele neue Sachen hören, vor allem die heute zum ersten Mal, Hand hoch und bitte an den Bildschirm, wer ist zum ersten Mal in diesem Haus? Bitte geht achtsam, ich habe viele sind zum ersten Mal da. Also wer jetzt sektenähnliche Situationen hat, ihr werdet Sachen hören, die ihr noch nie gehört habt. Lasst euch drauf ein, bis morgen Abend wird sich das besser anfühlen. Und ja. Und es fühlt sich vor allem deswegen sehr gut an, weil es da einen gibt, der für mich sehr stark mit dieser Community verbunden ist. Und ihr seht hier, links neben uns, ist das Master Crafting Cockpit noch frei. Und es kann überhaupt nur einen geben, der dieses Master Crafting Cockpit heute hat. Simon Dückert, auf die Bühne bitte. Und wenn ihr schon immer mal wissen wollt, wie ein Scholarch ausschaut, dann habt ihr einen, der Scholarch der Cogneon Academy. Erklärt euch gern, was das ist. Und er ist der Spiritus Rector der LernOS Community. Und er hat den Rest vorbereitet. Wenn ihr das Orga-Team anguckt, dann stand drauf, wer für was zuständig ist. Und er hat sich in aller Bescheidenheit den Zuständigkeit Rest gegeben. Der Rest. Ich wusste gar nicht, wie groß Rest sein kann, aber ihr habt in den letzten Wochen ein unglaubliches Kommunikationskonzept erlebt und weil ich den Part heute übernommen habe, die Inhalte so ein bisschen vorzubereiten, die ihr wissen müsst, damit ihr hier sanft in die Veranstaltung gleitet. Jetzt mal so die vorsichtige Testfrage. Wer hat den Blogbeitrag gelesen? Sehr lobenswert, sehr lobenswert. Es
Das kommt erst später. Wir wollten sagen, dass die Restfrage nicht nur beim Simon hängt, sondern von ganz vielen Menschen im Orga-Team. Ihr habt die schon tanzen gesehen, zumindest hier im Apple-Line-Saal. Jetzt bitte ich mal, dass das Orga-Team aufsteht, sich sichtbar macht in den Bildschirmen, sich zeigt. Bitte, steht mal auf. Vielen, vielen Dank. Merkt euch unbedingt diese Gesichter, weil die können euch noch besser helfen, in den nächsten Tagen durch die Ideen durchzugehen, die wir vorbereitet haben. Und ich möchte mich für eine wunderbare Zeit des Lernens bedanken, weil ich habe es mit Gabriele vorher gesprochen, die Vorbereitung dieser Veranstaltung ist schon ein Lernevent. Also wer auch zukünftig weiter lernen will, lade ich gern ein zum Mitlernen. Und neben dem Orga-Team gibt es aber noch weitere Voraussetzungen, die uns hier zusammenführen. Simon steht da total drauf, standing on the shoulders of giants. Und wenn ihr ein bisschen guckt, hier im Raum ist Historien aufgehört vor 10 Jahren, Management 1.0, 2.0, schon 2010. Es gibt schon eine Zeit vorher, auf die wir hier so ein Stück weit aufsetzen. Und nicht nur die historischen Bezüge machen das möglich, sondern auch die Supporter dieser Community. Und wir möchten an der Stelle den Supportern danken. Und ich zähle jetzt dann die Firmen aus, die als Supporter sind, und möchte all diejenigen, die als Mitarbeitende dieser Supporter heute hier sind, beim Hören ihrer Company bitten, sich sichtbar zu machen, entweder aufzustehen oder an den Bildschirm zu klopfen oder was auch immer. Und ich starte mit den Supportern. Der Lebensversicherung von 1871 ist heute jemand da. Die DATEV EG. Ist jemand da? Ich bin mir sicher, es ist jemand da. Steht alle auf. Hey, die Date. Jawohl. Von der SAP. Die SAP. Ja. SAP ist in der Haus. Die Siemens Healthineers. Herzlich willkommen. Die Telekom. Ist jemand von der Telekom da? Ja. Herzlich willkommen. Das Bayernwerk. Bayernwerk Online vielleicht? Online. Ansonsten einen mindestens Applaus für das Bayernwerk. Die Digital Workspace Experten von EP. Mhm. Und Vitesco Technology. Herzlichen Dank fürs Supporten und vor allem auch fürs Dabeisein und Community leben und erleben. Das ist fast noch wichtiger wie Supporten. Und diese Veranstaltung hat wichtige Menschen. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig die Menschen sind. Das sind vor allem die hinten an der Technik. Online-Veranstaltungen und hybride Veranstaltungen leben von Ton. Benedikt, Magnus und Stefan sorgen für Ton und für Bild. Und meine herzliche Bitte ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas falsch ist, das gilt vor allem für die Kollegen, die online teilnehmen, bitte sichtbar machen, keinen Ärger aushalten, nicht abschalten und woanders hingehen, sondern um Hilfe bitten und um sichtbar zu machen. Denn wenn ihr euch artikuliert, dann wird auch die Chance bestehen, dass man euch hilft. Insofern macht es sichtbar. Und damit diejenigen vielen, die sich hier zum ersten Mal angemeldet haben, das waren viele, Nadine, ja. Erklärt euch, Nadine, worauf ihr überhaupt eingecheckt habt. Was kommt auf euch zu? Genau. Nachdem der Simon das Feuer eröffnet hat. Jawohl. Also Olympiafeuer ist. Wir haben uns gedacht, was fehlt denn noch bei den olympischen Disziplinen? Und ganz klar fehlt da Lernen. Ja. Und wir haben vor ewig Zeiten mal. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir das so ein bisschen versinnbildlichen? Und die Idee ist quasi, dass wir ein olympisches Feuer haben. Ein olympisches Feuer, was wir immer während der LostCon einfach brennen lassen. Und bei der Hitze musste natürlich keiner hierher laufen. Der Berg hoch war schon stressig genug. Wir machen das per Fernbedienung. Und jemand, der nächstes Jahr wieder kommt, bekommt diese Fernbedienung und kann es dann nächstes Jahr einschalten. Also kleiner Applaus für unser Feuer, was jetzt hoffentlich gleich und die 2 Tage brennen wird. Okay. Ich bin die mit dem Programmüberblick. Ich teile gerade, dass die Onliner den auch sehen gleich. Gut, also die schlechte Nachricht ist, ihr könnt die nächsten 2 Tage schlecht nebenbei E-Mails bearbeiten oder mit Kollegen chatten. Es ist eine Veranstaltung zum Mitdenken und Mitmachen. Wir haben viel vor.
Heute ist es gut. Ja, sorry. Heute ist das Gute, dass man. Moment. Heute ist das Gute, dass wir nur in diesem Saal sind. Also es kann sich niemand verlaufen, bleibt einfach hier. Wir starten mit dem Simon geht es dann weiter nach unserer Anmoderation. Und zwar mit den Lightning Talks. Ja, Impulsvorträge erst. Ach ja, ich verwechsel die immer. Entschuldigung, also es kommen erst die Impulsvorträge und zwar 3 Stück. Und nach diesen Impulsvorträgen kommt eine Pause. In der Pause könnt ihr euch darauf vorbereiten, was ihr in der anschließenden Vorstellungsrunde von euch verraten wollt. Dann machen wir Vorstellungsrunde. Jeder kurz und knapp, online und offline, damit man sich gegenseitig kennenlernt und darauf jetzt dann natürlich aufbauen können. Dann kommen die Lightning Talks. Dann kommen erst die Law School Circle Kickoff. Ach ja, Entschuldigung. Das war einstudiert, das war geskriptet. Ja, na, egal. Also, nee, dann kommen die Circles. Das ist eine Stunde, wo es darum geht, erstmal den Partner zu finden und dann wirklich auch eine gemeinsame Aufgabe zu lösen. Da werden wir auch alles nochmal erklären. Also, uns haben ja, genau, schon ein paar gefragt, wie das funktioniert und ist so kompliziert. Also, immer ruhig. Wenn okay, aber jetzt. Dann kommen die Lightning Talks. Ja, endlich. Okay, jetzt, dann kommen die Lightning Talks. Und da muss man verdammt gut zuhören, weil 5 Minuten, zack, der Nächste. Also das geht relativ schnell und dann sind wir durch. Dann sind wir wahrscheinlich auch fix und fertig und einmal durchgeschwitzt, aber wir haben verdammt viel gelernt. Und der Christian hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, euch nochmal die Details als Faktenfuchs quasi zu erklären. Genau, ihr habt jetzt den groben Überblick. Und dieses Orga-Team hat sich einiges überlegt und ich habe vorher schon mal die Frage gestellt, wer die Kommunikationsvorher erlebt hat. Mal Hand hoch, wer den Artikel gelesen hat, alles, was ihr für eure Teilnahme wissen müsst. Könnt ganz ehrlich sein. Genau, siehst du, Simon, du erreichst mit Kommunikation halt nicht immer alle. Wer war an der Vorab-Web-Konferenz? Oh, sehr cool. Großartig, großartig. Jetzt kommt dann der Test. Haben die den Text vorgelesen an der Vorabkonferenz alles gehört und umgekehrt. Wir haben uns überlegt, dass von den 10 Bullet Points und 26 Punkten, die in dem Blog waren, ich euch jetzt ein paar vortrage. Nicht mit der Erwartung, dass ihr alles sofort euch merken könnt. Aber mit dem Gefühl, es ist gut, es mal gehört zu haben, vielleicht auch schon zum zweiten Mal, weil wir glauben, dass diese hybride Format damit zu tun hat, wie stellt man sich darauf ein. Und ich habe in dieser Vorbereitungsrunde von Karl-Heinz Pape, von dem habe ich viel gelernt, in dieser Vorbereitungsrunde den legendären Satz, in einer hybriden Veranstaltung sind wir erstmal alle Online-Teilnehmer. Herzlich willkommen, die glauben, sie gehen bei heißem Wetter in den Burg, um endlich von diesem Online-Scheiß wegzukommen. Das wird nicht klappen, weil wir für eine hybride Veranstaltung mit vielen Kollegen, die jetzt an den Bildschirmen sind, brauchen wir eine andere Form von Kommunikation. Und ich sagte schon, Mikrofone sind was ganz Entscheidendes, weil ohne Ton klappt Hybrid weder im Raum noch draußen. Wir haben dieses Mal hier in der Burg 3D- und Kohlenstoff-Menschen und wir haben in Solothurn in der Schweiz eine Gruppe, die auch physisch sind. Aber für eine gute Kommunikation braucht ihr eine Online-Verbindung mit denen. Und wer hat einen Second Screen dabei? Ein Smartphone, ein iPad? Wunderbar. Alle, die jetzt keins dabei haben, sollten sich irgendwie jemanden besorgen, mit dem sie vertrauensvoll auch online zusammenarbeiten. Und ihr braucht eine Online-Verbindung. Wir haben hier ein WLAN, das heißt irgendwie Besucher-WLAN, das DJH, probiert mal das aus, das ist ganz offen, falls es nicht gut geht, versucht mit eurem Smartphone einen Hotspot zu machen und wenn das alles nicht klappt, gibt es auch von uns LTE-WLANs, da gibt es an den Tischen und auch an den Klotüren gibt es Hinweise, wie ihr in dieses LTE kommt, schaut, dass ihr eine gute Verbindung habt, damit ihr kommunizieren könnt, weil diese Online-Kommunikation braucht ihr für Discord. Discord ist die eine der beiden Plattformen, mit denen wir die Kommunikation an diesen beiden Tagen machen. Es ist Discord und MS Teams. Die Meetingräume und die Assemblies werden in MS Teams stattfinden und der Chat aber nicht in MS Teams, sondern in Discord. Deswegen braucht ihr einen Zugang zu Discord und ihr braucht die Discord-App. Wer die noch nicht hat, kann sie auch als mobile App runterladen. Wir empfehlen sie runterladen auf dem Smartphone.
Habt hoffentlich ein Kopfhörerkabel dabei, damit ihr auch Audio mit den Kollegen aus allen verschiedenen Formen kommunizieren könnt. Und jetzt mal die vorsichtige Frage, Simon, wie viele der Teilnehmenden sind schon in Discord? Benedikt? Test. Ich sehe im Moment 12, 75 sind 87, 162 von 175. Also uns fehlt cool, großartig. Vielen Dank für alle, die sich wunderbar vorbereitet haben. Der kleine Rest von den 13 wäre die dringende Empfehlung, in der Pause von 14.30 Uhr bis 15 Uhr irgendjemand zu suchen vom Orga-Team, hinten vor der Technik, der euch hilft, noch in diesen Discord-Kanal mit reinzukommen, damit wir da eine gute Situation haben. And now, for our international non-German-speaking people, we translate the introduction and the main talks by human translators. Thank you, Anhilla and Harriet. Thank you very much for translation. You join the audio channel translation in Discord for the translation, and you are invited to read the blog post Internationals at LOSCON for more detailed information. You will find it in once in the chat and in other forms. Thank you that you invited us. This is a test if we go to an international conference in future, maybe. Für alle anderen, vor allem für die Session Owners und Assembly Hosts von morgen, die jetzt aufgrund der technischen Rahmenbedingungen noch mehr sind, wie sie vielleicht ohnehin schon waren, ihr habt morgen in jedem Raum einen Buddy. Learning aus dem letzten Mal, dass das hilft. Das heißt, ihr könnt total entspannen. Es gibt jemanden, der sich noch besser vorbereitet hat wie ihr. Das heißt, der die technischen Rahmenbedingungen in den Räumen hat, von daher ganz entspannt sein. So, und diejenigen, die schon im Discord-Channel sind, die haben dort bunte Inseln gefunden. Unsere Hybrid Islands oder wie wir sie neudeutsch nennen, Vernetzungsinseln. Ihr habt die im Discord gefunden oder ihr findet sie anschließend im ersten Stock mit Tape nicht zu übersehen. Und diese Vernetzungsinseln sind in Wirklichkeit kleine Podcast-Studios. Und ihr könnt die in Nürnberg mit bis zu 3 Personen zeitgleich benutzen. Und ihr könnt euch in dem Discord-Sprachkanal gleichzeitig anwählen. Und dort können sich bis zu 10 Personen zuwählen. Die Idee ist also, dass wir hier den Raum vernetzen mit den Audio-Teilnehmern. Und es gibt morgen fixe Programmpunkte, wo ihr diese Vernetzungsinseln mal ausprobieren könnt. Im LOSCON-Programm. Und ihr könnt sie aber auch außerhalb der Zeiten nutzen und euch mit Menschen vernetzen. Und ich weiß schon, das ist kompliziert. Meine Bitte ist aber, dass ihr es unbedingt ausprobiert. Mein Wunsch wäre, dass keiner hier weggeht, ohne mal ausprobiert zu haben, wie es auf einer Vernetzungsinsel ist. Weil man kann schon sagen, es ist scheiße und das will ich nie wieder machen. Aber eigentlich nur, wenn man es ausprobiert hat. Von daher wäre ich unbedingt neugierig, dass alle mal versuchen, sich in so eine Situation zu bringen. Wie fühlt sich das an, vernetzt zu sein mit den unterschiedlichen Teilnehmern aus Solothurn oder wo sonst überall die Online-Kollegen sitzen. Bildet euch also Erlebnisurteile, nicht nur hier, sondern auch bei allen anderen Punkten. Ihr habt es gleich noch 2 Themen. LOSCON Circles und LOSCON Challenge. Und mitmachen in Mindtest. Die 2 Themen gibt es noch. Wer mit Nele Hirsch in der Vorweg-Konferenz war, fahren ja viele Arme hoch, der hat schon gelernt, dass wir heute auf einem Bar-Circle sind. Barcamp haben wir verstanden, Learning-Circles haben wir verstanden. Was ist ein Bar-Circle? Wir kombinieren das Momentum eines Treffens ins Raum mit anschließendem vernetzten Weiterlernen. Und weil wir das wirklich ernst nehmen, haben wir euch zwangsbeglückt in LOSCON-Circles eingeteilt. In einem komplexen Prozess habt ihr auf eurem Namensschild nicht nur ein Bild, sondern auch eine Nummer. Und mit Nummer und Bild findet ihr 5 bis 6. Wie viel sind im LOSCON Circle? Wir haben es mal mit 6 belegt, weil manchmal fällt einer aus. Gehen dann davon aus, dass 4 bis 5 drin sind. 28 Circles gibt es insgesamt. Wer noch keine Nummer haben sollte, das dürfte eigentlich gar nicht passieren bei dieser perfekten Organisation. Wenn nicht, einfach vorne nochmal am Pult sich eine Nummer ziehen. Für alle anderen habt ihr Gelegenheiten, die dann zu finden. Es gibt auch Tische, die markiert sind mit eurem Punkt, und zwar im Whiteboard. Und dieses Whiteboard ist ein Conceptboard von Nicole Denzel, wunderbar gestaltet. Eine weitere
virtuelle Raumsituation, die ihr nutzen könnt. Wir haben dieses Konzeptboard diesmal mit einem Passwort geschützt, weil wir bei der letzten Corporate Learning Community gehackt wurden von irgendeinem jungen Menschen, der uns gemeint hat, lustige Sachen auf das Board zu schreiben. Deswegen diesmal mit Passwortschutz. Ihr findet es in einem der Discord-Channels. Es heißt LostCon 23 mit Ausrufezeichen, aber findet ihr, wenn nicht, fragt ihr jemand. Ihr findet oben auf diesem Konzeptboard den LostCon Circle Building, da findet ihr die Plätze, wo ihr eure LostCon Circles wiederfindet. Ihr habt Platz für die Dokus der Session morgen, für alle Sessiongebenden. Morgen ist es der Platz für eure Dokumentation. Und es gibt Platz für die LostCon Challenge. Wäre ja nicht einfach, wenn es noch komplexer geht. Ihr habt alle von uns ein Lego Serious Play angelehntes Spielset bekommen. Und wir laden euch ein, jeden, aber vor allem dann auch in den LostCon Circles, drüber zu reden, baut ein Modell zur Fragestellung, welchen Bestandteil der Lernumgebung der Zukunft ist für dich, euch wirklich wichtig? Welcher Bestandteil der Lernumgebung der Zukunft ist für dich, euch wirklich wichtig? Heute um 16 Uhr erklären wir das nochmal. Das heißt, ihr müsst es nicht komplett verstanden haben. Aber wir laden ein, deswegen die nicht zufällig gewählten Dativ DigiCamp-Kärtchen. Am 19.07. um 15 Uhr gibt es dort eine Session am DigiCamp, wo wir diese Lernumgebungen zeigen. Weil wir glauben, es macht noch mehr Sinn, was zu machen, was man jemand zeigen kann, bieten wir gleich die Gelegenheit, die Lernumgebung Dritten zu zeigen. Das heißt, wer Lust hat, sich dort mit seiner Lernumgebung sichtbar zu machen, hat einen Grund, dorthin zu gehen. Für alle anderen um 16 Uhr dann drauf einlassen. Und jetzt fehlt nur noch ein Thema. Das ist das schwierigste Part für mich, weil ich habe mit Minecraft nichts zu tun. Meine Kinder wundern sich, dass ich T-Shirts trage, wo Minecraft drauf sind. Sie lachen mich bei dem Thema ohnehin aus, aber seitdem ich das Shirt trage, noch mehr. Diese Veranstaltung hat einen Bezug zu Minecraft. Wir nutzen aber MindTest, die Open-Source-Variante von Minecraft. Und wer heute mitspielen will, wer mit Susanne in die Welten einsteigen will, die es da schon gibt, soweit ich weiß, der ist mit Susanne auf dem richtigen Weg. Er kann sich MindTest runterladen. Und Zugangsdaten findet er in einem der Discord-Channel, der Crafter Launch heißt. Und ihr seid herzlich eingeladen, eure Kinder mitzubringen. Das machen wir heute Abend intensiver. Und Susanne zeigt dich alle Fragen bei ihr. Geh ich, damit man sieht, wer Susanne ist. So, 13.25 Uhr, Nadine, fehlt noch was. Nee, super. Also, wer jetzt vielleicht noch nicht alles ganz genau bis ins Detail verstanden hat, kein Problem. Lasst euch drauf ein. Also das ist irgendwie so das, was ich sagen kann, was meine Erfahrung ist. Es war bisher jedes Mal super und hinterher bin ich jedes Mal raus und habe gedacht, boah, was habe ich jetzt alles gelernt. Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir starten mit einem Impulsvortrag vom Simon. Ja, vielen Dank euch. Ansonsten bitte meldet euch, sprecht das Orga-Team an und meldet euch, dann finden wir eine Lösung oder zumindest der Simon findet eine Lösung. Aber es wird eine Lösung gefunden werden und dann starten wir jetzt und ich freue mich auf 2 Tage mit euch.